Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zum Thema Testautomatisierung. Das ist eigentlich ein Riesenthema, zu dem man fast eine ganze Vorlesung machen könnte. Ich möchte nur ganz kurz ein ganz paar Aspekte andiskutieren und das Thema verorten für Sie und so ein paar Einstiegspunkte geben, wo man noch weiter lesen können soll. Sonst würde ich Sie hier an der Stelle auch auf die Folgeveranstaltung Agile Programmiertechniken verweisen. Da machen wir nochmal das Thema Testen ausführlicher oder auf die Veranstaltung SQS beim Leander Reimer im Master. So, Testautomatisierung. Wie gesagt, agile Methoden arbeiten sehr stark mit dem Thema Testautomatisierung. Es wird häufig gesagt, dass die sozusagen mit als Unit-Test oder in anderen Formen eigentlich eine Art Ersatz sind für aus oder eine Ergänzung oder ein Fast-Ersatz sind für ausführliches Testen am Phasenende vor der Lieferung. Idee ist, dass man wirklich kontinuierlich eigentlich Testautomatisierung macht. Hier ist nochmal eine andere Perspektive auf dieses Thema. Wenn Sie Ihr Projekt ursprünglich liefern, haben Sie ja irgendwann eine Freigabe und in diesem ursprünglichen Test müssen Sie natürlich testen. Da können Sie sich noch überlegen, naja gut, bevor wir es irgendwie viel automatisieren, machen wir es mal eben schnell manuell. Jetzt können Sie sich aber vorstellen, dass Sie natürlich nicht einmal liefern. Also wenn Sie das nur einmal machen, dann haben Sie Murks gemacht, weil gute Systeme leben 20 Jahre meistens oder länger. Also wenn Sie einen guten Job gemacht haben, dann wird Ihr System richtig schön alt und Sie dürfen häufig liefern, weil die Kunden so begeistert sind, dass sie mehr Funktionen wollen. Also insofern haben Sie wahrscheinlich Situationen, dass Sie ein zweites Release machen und dann müssen Sie einen Regressionstest machen eigentlich. Das heißt, Sie müssen eigentlich erstens feststellen, dass die neue Funktionalität so läuft, wie sie soll, aber Sie müssen natürlich auch feststellen, ob die alte Funktionalität noch läuft. Und dieser Test nennt sich Regressionstest. Also feststellen tut die Software noch das, was sie letzte Woche auch schon getan hat. Und das dann dürfen Sie freigeben. Und wenn Sie das nächste Release machen, dann bauen Sie wieder neue Funktionen ein und dann müssen Sie wieder testen, ob die alten Funktionen noch laufen. Also das heißt eigentlich bei jedem Liefern müssen Sie den Rest des Systems wieder und wieder neu testen. Was dafür spricht natürlich, dass sich da eine Automatisierung tatsächlich lohnt, weil Ihnen das Stabilität gibt und Ihnen Aufwand erspart. Denn ich meine, Sie können sich's kaum leisten, irgendwelche Sachen nicht mehr zu testen, denn durch jede Änderung kann sich ja irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben, gerade bei größeren und komplexen Systemen. Also ein Regressionstest kann sein, dass das einen großen Teil des Entwicklungsaufwandes ausmacht irgendwann. Harry Sneed spricht da zwischen 60 und 80%. Das bezieht er vor allem zum Beispiel auf diese Testphase um das Jahr 2000 herum. Da gab es ja den Jahr 2000 Fehler in vielen alten Systemen. Sie hatten die Jahreszahl da zweistellig dargestellt und dann ist natürlich ein Jahrtausendwechsel irgendwie schlecht. Aber man kann jetzt sagen, also unabhängig ob der Sneed jetzt recht hat oder nicht. Man kann also argumentieren, je häufiger sie ausliefern, desto eher lohnt es sich, Tests zu automatisieren, und zwar fast auf jeder Ebene. Man muss halt nur gucken, wie teuer die Testpflegeaufwände sind. Hier nochmal eine andere Perspektive. Die Grafik fand ich ganz schön, deswegen habe ich die hier übernommen von einem Herrn Inden. Der hat recht viele Bücher zum Thema professionelle Java-Programmierung geschrieben. Also ganz sicher Meta-Literatur. Und er sagt jetzt, unterscheidet Unit-Tests, also sowas wie JUnit beispielsweise, da testen sie Klassen und Methoden. Sie können mit ähnlichen Mechanismen auch Komponenten testen, also etwas übergreifendere Tests machen. Integrationstests ist dann, stopfen sie mehrere Komponenten zusammen und wollen die Schnittstellenfunktionalität überprüfen. Und sie integrieren es immer weiter auf. Und sie machen eventuell, nachdem der Entwickler alles integriert hat, kann es sein, dass der Tester dann nochmal einen Funktionstest macht. Also jemand, der explizit die Rolle Tester hat und eben nicht mit Entwickleraugen drauf schaut, sondern mit Testeraugen. Und der versucht jetzt wirklich so einen Ende-zu-Ende-Test zu machen und Teilsysteme oder das Gesamtsystem zu testen. Also Test auf die Funktionsumfang richtig läuft. Applikationstest könnte noch sowas sein, was ich Ihnen vorher als Systemtest beschrieben habe. Also mit ordentlich Testdaten, mit Last im Hintergrund, auch Test der Qualitätseigenschaften und so weiter. Und dasselbe passiert nochmal beim Kunden, das ist der Abnahmetest. Also quasi dasselbe, was Sie als Test-V bei mir schon kennengelernt haben, mit leicht anderen Begriffen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was können Sie automatisieren und was nicht? Kann man sagen, naja, also all das, was der Entwickler so treibt, ist eigentlich recht gut automatisierbar. Da schreiben Sie einen Unit-Test oder mit Postman-Tests oder mit einem grafischen GUI-Testing-Tool-Test. Und je stärker das System integriert wird, je sperriger das System wird durch Testdaten und Hintergrundlast, desto schwieriger wird das, gut zu testen. Also das heißt, am Anfang gut automatisierbar, alles, was im Kundenbereich ist, eher schlecht automatisierbar.
Es ist auch so, dass die Tests beim Entwickler sehr häufig ausgeführt werden, also spätestens bei jedem Commit. Möglichst häufiger, also schrittweise, während der Entwickler arbeitet. Er muss ja nicht zwingend testgetrieben arbeiten und kann trotzdem häufig seine Tests wieder ausführen. Auch bei Refactorings ist das sehr angeraten. Während die Abnahmetests natürlich nur bei umfangreichen Lieferungen erfolgen und vor allem auch, wenn sie Festpreis Werkverträge abschließen, häufig zum Festpreis. Deswegen habe ich mich versprochen. Am Ende eines Werkvertrages ist, wenn Sie eine Rechnung stellen wollten, eine Abnahme zwingend erforderlich, steht im bürgerlichen Gesetzbuch drin. Und wie gesagt, wenn Sie den Aufwand mal anschauen, was ist aufwendig, was ist leicht zu machen, ist es natürlich so, so ein Unit-Test ist schnell mal geschrieben. Natürlich müssen Sie auch da alle Regeln des guten Software-Engineerings einhalten. Es geht aber relativ leicht, während die völlige Automatisierung von einem Abnahmetest natürlich auch sowas wie große Datenmengen, Testdatenbanken, Hintergrundlast erzeugen und so weiter aufwirft als Probleme und das ist natürlich aufwendig, können Sie sich vorstellen. Deswegen, wir kümmern uns jetzt hier natürlich vor allem um diesen Bereich, also was können wir als Entwicklerinnen und Entwickler tun und gehen so ein bisschen in den Bereich rein, was kann ein Tester tun. Im Abnahmetest tun wir eigentlich wenig bis. Also da kann man Sonderfälle automatisieren, so einen Smoke-Test kann man vielleicht noch machen, aber Vollautomatisierung geht da eigentlich nicht mehr. So, und jetzt brauchen wir zum Testen einen Testtreiber. Was ist das? Um da nochmal den Scope ein bisschen aufzumachen, das kann jetzt eine Klasse in irgendeinem Unit-Testing-Framework sein. PHP-Unit, C-Sharp, N-Unit, J-Units, Smalltalk-Unit und so weiter. Also nehmen Sie irgendwas und schreiben Sie Unit dahinter, ist meistens ein Testing-Framework oder Jasmine. Oder so. Also da finden Sie Frameworks, die sind da mehr. Also JUnit, vielleicht zusammen mit weiteren Frameworks wie Mock4j, EasyMock und so weiter oder irgendeinem Datenbank-Mocking-Framework oder .NET mit NUnit, NMock und so weiter. Und es gibt weitere Unit-Test-Frameworks, CPP-Unit, PHP-Unit und so weiter. Aber auch andere Unit-Testing-Frameworks, die sozusagen zum Beispiel Lasttests erzeugen, wie beispielsweise Gatling. Oder die eigentlich auch mit JUnit oder NUnit arbeiten, aber zum Beispiel Browser fernsteuern wie Selenium. Also eine Klasse kann es sein, also einfach ein Java-Programm. Dann können Sie einfach ein Skript schreiben. Sie könnten ja beispielsweise über Curl ein REST-Interface aufrufen und Sie schreiben ein Skript in Perl, Ruby oder Python oder in Bash, die jetzt sozusagen dieses REST-Interface antestet. Auch das ist möglich und das wäre einfach ein ganz normales Shell-Skript, was Sie als Testskript verwenden. Gerade wenn Sie so kommandozeilenbasierte Tools haben, kann sich das durchaus lohnen, sowas zu machen. Oder Sie haben ein Skript in so einem Capture-Replay-Tool. Capture-Replay ist sowas wie, Sie haben so einen Kassettenrekorder, mit dem Sie aufzeichnen, welche Requests das System abgeschickt wird. Also das heißt, Sie machen irgendwie einen manuellen Test, zeichnen den auf und das Tool schneidet irgendwie mit, welche Interaktionen Sie mit dem System haben. Zum Beispiel könnt ihr die HTTP-Requests mitschneiden. Und das verwenden Sie dann als Basis für ein Testskript innerhalb dieses Testwerkzeugs. Selenium bietet das auch an, dass Sie die Requests mitschneiden und dann doch ein Java-Programm schreiben können. Muss es also nicht zwingend eine spezielle Spezialsprache von dem Testwerkzeug sein. Und wie gesagt, Sie können da die Requests aufzeichnen oder Aktionen, Knopfdrücke in der Native GUI. Aber am Ende ist es immer sozusagen eine Aufnahme- und Wiedergabefunktionalität. Und die Wiedergabe können Sie meistens als Skript manipulieren. So, und jetzt die Frage, wo können Sie einen Testtreiber? Wenn wir es geklärt haben, was ein Testtreiber ist, kann man noch überlegen, wo kann man Testtreiber ansetzen lassen. Und wenn Sie sich mal die Applikation anschauen, kann die ja sozusagen wie so eine Torte aus mehreren Schichten bestehen. Datenbankzugriffsschicht, Anwendungskern, wie eine Middleware-Schnittstelle mit REST oder mit anderen, mit GraphQL oder weiß der Henker was, was man heute gerade gerne verwendet. Im Client die Schnittstelle zur Middleware, der Anwendungskern am Client und vielleicht GUI-Elemente in der Präsentation. Und auf jeder dieser Schichten können Sie ja Testtreiber implementieren. Der Testtreiber könnte die grafische Oberfläche verwenden, ne? Das ist so ein Silk-Test, Selenium, was Sie wollen. Das heißt, also der simuliert quasi die Mausklicks von dem Benutzer. Das heißt, der testet hier wirklich gegen die GUI von außen und das System läuft komplett und das Testskript verwendet, tut so, als wäre es ein Benutzer. Sie können natürlich im Kern des Clients angreifen. Das heißt, Sie würden hier sozusagen hier abschneiden und Sie würden dann mit Jasmine zum Beispiel direkt JavaScript-Aufrufe simulieren. Oder Sie würden mit JBehave und JUnit in den Java-Kern des Clients reingreifen.
Also Sie müssen sozusagen immer einen Anschluss bauen an den Java, JavaScript oder PHP-Code Ihres Client-Kerns und können dann von außen da reingreifen und das ablaufen lassen. Sie können gegen die Middleware testen, also das heißt, dass ich hier so orange dargestellt habe. In VV lernt man dazu den Postman kennen. In Postman können Sie Testskripte formulieren, die REST-Requests oder SOAP-Requests aufrufen. Oder ich kann mit Swagger kann ich mir Mock-Objekte herstellen oder auch die Tests mit Hilfe von Swagger ausführen. Und ich kann natürlich im Anwendungskern JUnit-Tests machen mit einfach mit JUnit oder mit NUnit, wenn es C-Sharp-Code ist. Und die kann ich sozusagen laufen lassen und simulieren, als wäre es ein Online-Betrieb, oder ich kann auch ein Batch simulieren. Und ich kann natürlich auch in die Datenbank-Zugriffsschicht reingehen und Konsistenzbedingungen in der relationalen Datenbank testen beispielsweise. Also wichtig für Sie zu wissen, was ich mit der Folie darstellen wollte, ist, Sie können sozusagen auf unterschiedlichsten Schichten Ihrer Applikation eingreifen und dort Testautomatisierung betreiben. Welche Schicht Sie verwenden, bleibt jetzt Ihnen überlassen. Es gibt vielleicht die Schicht, wo Sie das beste Testframework kriegen oder wo Sie sozusagen die stabilsten Schnittstellen haben. Also wenn Sie eine hyperstabile GUI haben, bietet es sich vielleicht dann tatsächlich direkt über die GUI zu gehen. Wenn sich die GUI ständig ändert und alle Knöpfe sonst wohin wandern und auch das JavaScript-Framework, was Ihnen die GUI rendert, vielleicht ständig andere Identifier vergibt, macht es vielleicht Sinn, gegen den Client-Kern zu gehen. Oder vielleicht wollen Sie starke Lasttests machen und Sie gehen dann vielleicht eher gegen die Middleware-Schnittstelle des Servers. Also je nachdem, was sich im Kontext anbietet. Aber Sie haben hier so ein ganzes Instrumentarium an Sachen zur Verfügung, um Testautomatisierung zu betreiben. Das war mir wichtig. So, was können Sie machen? Typischerweise heißt das immer Arrange, Act, Assert, wobei das nicht alles abdeckt. Deswegen habe ich es ein bisschen anders durchnummeriert. Wenn Sie so einen Testtreiber schreiben, machen Sie als erstes die Initialisierung. Also zum Beispiel, Sie stellen die Verbindung zur Datenbank her, beschaffen Testdaten, erzeugen irgendwelche Testobjekte, die Sie brauchen, erzeugen vielleicht Mockobjekte. Wenn Sie vielleicht das Nachbarsystem nicht mit testen wollen, müssen Sie das Nachbarsystem mocken und so weiter. Also das kann eine recht aufwendige Geschichte sein. Also initialisieren, so dass sozusagen wirklich das Dings, was Sie testen wollen, die Klasse, der Dialog oder so, so rausoperiert ist aus dem Rest des Systems und Sie können da jetzt wirklich, und Sie haben es in dem Zustand, wo Sie jetzt wirklich den Testfall selber durchführen können. Das ist auch Arrange von dem Arrange Act Assert. Dann haben Sie das Durchführen der Testfälle, das kommt gleich nochmal auf der nächsten Folie genauer. Das heißt, Sie würden das Feature aufrufen, den Knopf drücken oder den Batch-Aufruf starten und Sie gucken dann das Ergebnis an und gucken nach, ist das Ergebnis das, was ihr erwartet habt. Das wäre sozusagen das Assert. Das heißt, von dem Arrange Act Assert haben wir eigentlich, ist das Aufrufen das Act und das Prüfen das Assert. Und wenn es gut läuft, protokollieren Sie es, dann die Test-Coverage zum Beispiel zu erhöhen oder um zu dokumentieren, wie viel gut gelaufen ist. Oder wenn was kaputt ist, also ein Fehler auftritt, protokollieren Sie das natürlich auch. Ist ja typischerweise mit einer grünen oder einer roten Lampe sozusagen, wie Sie es von den Unit-Tests auch kennen. Und am Ende räumen Sie aber wieder auf. Es kann ja sein, Sie wollen ja den Test mehrfach durchlaufen. Das heißt, nehmen wir an, Sie haben den Kunden 4711 im System und ein Test verlöscht den. Dann können Sie den Testfall ja nie wieder ausführen. Sie wollen aber Wiederholbarkeit bei Testfällen haben. Also müssen Sie sich bei dem Aufräumen irgendwas einfallen lassen, dass Sie die Daten, die Sie kaputt gespielt haben, wieder reparieren oder die Daten, die Sie platt gemacht haben, wieder neu einspielen in das System, sodass Sie den Testfall immer und immer wieder ausführen können und dass der Testfall auch als atomar betrachtet werden kann. Das heißt, Sie können auch die vorne Testfeld in verschiedener Reihenfolge ausführen oder Teile ausblenden. Insofern musste so jeder Testtreiber für sich alleine lebensfähig sein und nicht darauf angewiesen sein, dass irgendwelche davor oder danach gelaufen sind. So, jetzt gucken Sie die Durchführung nochmal genau an. Das heißt, Sie rufen die Methode oder den Dialog auf, den Sie wollen, und vergleichen dann mit Assert oder wenn Sie ein Skript schreiben, mit grep und diff zum Beispiel, nach, ob das rauskommt, was Sie erwartet haben. Also Sie vergleichen das tatsächliche Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis. Und wie gesagt, das Assert kann ein Aufruf in Ihrem Java-Programm sein, aber wie gesagt, auch ein Teil von einem Shell-Skript oder eine andere Art und Weise, wie Sie Vergleiche durchführen können. Und wenn es übereinstimmt, super, dann wählen Sie irgendwie eine grüne Lampe, alles prächtig, also Test okay. Falls ein Fehler aufgetreten ist, versuchen Sie jetzt sozusagen möglichst viele Informationen zur Absturzstelle zu dokumentieren, vielleicht ein Stack Trace, vielleicht variablen Werte zur Absturzstelle und so weiter, also was Sie da haben können. Und
dokumentieren das in der Protokolldatei, wie es JUnit zum Beispiel auch tut, und machen dann mit dem nächsten Testfall weiter, wenn es da noch Sinn macht. Und das können Sie natürlich in der Testfeed entscheiden. Er breche ab nach dem ersten Fehler oder versuche so viele Tests wie möglich durchlaufen zu lassen. Was Sie natürlich vermeiden sollten, ist der Testfall. Sie wollen nicht konsolenweise Konsolenausgaben anschauen oder Logausgaben anschauen, schon gar nicht im Bildprozess, sondern Sie wollen im Grunde eine ganz einfache Ausgabe haben von Ihrem Testfall. Grün hat funktioniert, rot hat nicht funktioniert. Wenn rot, warum hat es nicht funktioniert? Also das heißt, das verbietet eigentlich, dass Sie Konsolenausgaben in welcher Form auch immer machen. Weil da müssen Sie ja Protokolldateien durchgucken oder Konsole durchgucken, um festzustellen, ob es funktioniert hat oder nicht. So, wo verwenden Sie jetzt diese ganzen Testtreiber, die wir hier eingebaut haben? Also wo kommt die Testautomatisierung vor? Da gibt es jetzt mehrere Stellen in unterschiedlichen Granularitäten. Erstens, dass Sie verwenden es im Continuous Integration Prozess. Hier mal eine Grafik, die nicht animiert ist. Sie haben Ihre Versionsverwaltung auf irgendeiner Bildmaschine, also bei uns im GitLab, was Sie haben mit dieser GitLab CI YAML steuern. Macht er erst einen Checkout, lässt den Compiler laufen und macht dann normalerweise Unit-Tests und vielleicht danach noch statische Code-Analyse. Also das heißt, da haben Sie hier so ein Element, wo zumindest so Ihre Unit- und Komponententests ausgeführt werden. Also all das, was eigentlich schnell durchläuft während der Testphase. Und das lassen Sie in der Continuous Integration Pipeline mitlaufen. Das macht man auch schon immer, seitdem es das gibt. Also ich habe schon 2006 Studenten gehabt, die mit damals Cruise Control solche Dinge gebaut haben. Also das ist Standard auch schon seit Jahren. Habe ich alles erzählt, genau. Das, was sich jetzt seit 2006 geändert hat, ist also die Werkzeugunterstützung für dieses Szenario. Die ist jetzt sehr, sehr breit geworden. Das heißt, wir haben in GitLab das GitLab CI. Marktführer ist, soweit ich das weiß, Jenkins als Open Source Projekt. Sie haben von den JetBrains das Team City zur Verfügung. Das wird an vielen Stellen eingesetzt. Das sind sozusagen Automatisierungstools hier. Oder das DevOps-Tool von Microsoft, also den ehemaligen Team Foundation Server. Und sie haben dann natürlich mehrere Werkzeuge, um so Qualitätsbeurteilungen zu machen. Teamscale oder SonarQube. SonarQube verwenden wir jetzt gerade in VV. So, das ist sozusagen das Lokale, womit sie sozusagen Unit-Tests ablaufen lassen. Wenn Sie jetzt größere Zusammenhänge testen wollen, sollten Sie das nicht mehr beim Check-in machen oder in dieser Continuous Integration Pipeline, sondern das wäre dann im nächsten Schritt eigentlich, weil es aufwendigere Dinge sind. Sie brauchen mehr Testdaten, die Tests laufen länger, das heißt, die sind jetzt nicht mehr ein paar Sekunden durch, sondern Sie brauchen Minuten oder zum Teil Stunden dazu. Und deswegen machen Sie das jetzt mehrstufig. Das ist sozusagen, jetzt gehen wir von Continuous Integration zum Continuous Delivery beziehungsweise sogar zum Continuous Deployment weiter. Das heißt, das, was wir uns gerade angeschaut haben, war hier die Commit Stage. Das heißt, da machen wir Continuous Integration. Was man jetzt typischerweise macht, das kenne ich von einigen Firmen, ist, dass sie eine Akzeptanz-Test Stage haben. Das heißt, das Bildergebnis von hier wird auf eine Maschine rübergespielt. Der macht irgendwie die GUI automatisiert testbar und dann lassen Sie hier zum Beispiel die GUI-Tests laufen, also Selenium und solche Dinge. Und wenn Sie dann noch weiter automatisiert haben, gibt es hier vielleicht weitere Testrechner, wo Sie zum Teil nochmal einen automatisierten Last-Test oder so einen Last-Smoke-Test durchlaufen lassen, automatisiert. Oder Sie machen hier vielleicht nochmal so noch weitere Tests, um den Source-Code durchzugucken oder zur Laufzeit zu schauen, ob Sie Sicherheitslöcher drin haben. Also Sie machen sozusagen einen längeren Prozess mit mehreren Teststufen und diese Dinger hier dauern jetzt länger als die einfachen Unit-Tests, die Sie hier vorne haben. Und wenn die ganzen Tests bestanden sind, dann deployen Sie dann von Hand oder Sie deployen tatsächlich sogar automatisch in die Produktion, dass wir hier so dieses Continuous Deployment. Was man da machen kann, ist zum Beispiel auch, dass man auch die Mercer noch ein bisschen mittesten lässt. Das wäre so ein Canary-Deployment, dass Sie hier vielleicht, wenn Sie hier eine Farm haben mit 100 Maschinen, deployen Sie so oft so zwei, drei Maschinen mal die neue Version und gucken mal nach, ob es beim Kunden abstürzt. Wenn ja, rollen Sie auf die alte Version zurück. Wenn nein, deployen Sie die geänderte Version auf weitere Maschinen. Also auch so kann man vorgehen, wenn hier kein einzelner Server, sondern eine ganze Farm zur Verfügung steht. Nochmal zu den Begriffen. Continuous Delivery heißt, also die Software wird kontinuierlich integriert und in mehreren Stufen weiter qualitätsgesichert. Continuous Deployment heißt wirklich, Sie schießen es wirklich in die Produktion, wenn es durch die Continuous Delivery Pipeline durch ist. Wie gesagt, und da brauchen Sie natürlich jetzt all das, was die moderne Softwaretechnik hergibt, angefangen bei Docker-Containern, über alles, was die Cloud so rausrückt an Funktionen. Und
Das ist aber Gegenstand von speziellen Vorlesungen zum Thema DevOps oder zum Cloud Computing und so weiter. Also wahrscheinlich kann der Marcel Tilly Ihnen hier eine ganze Menge dazu erzählen. So. Auch hier wieder Werkzeuge, natürlich vielleicht, also in den Cloud-Vorlesungen wird jetzt wahrscheinlich die Azure-Funktionalität oder bei Cloud Computing halt die Amazon-Funktionalität vorgestellt.